Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal ja auf Kuba gelandet und haben hier eine Zeitmaschine noch aufgebaut. Genau, wir sind im Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht, wir werden gerade angegriffen. Wir sind im Jahre 2097, also in der fernen Zukunft schon. Und genau, wir müssen jetzt einfach hier, hier seht ihr es, die Zeitmaschine, ist in 4 Stunden komplett aufgeladen. Das heißt, für 4 Stunden müssen wir uns jetzt noch hier verteidigen. Das kriegen wir aber hin mit unseren schönen Ares-Robotern. Alles klar, wir haben uns im letzten Mal mit Amerika verbündet hier. Das hier ist Amerika, Freunde. Und wir haben hier unsere Raketensilos. Nur leider schießen die nicht. Warum auch immer. Allerdings, genau, schaut mal. Die Zeitmaschine ist in 3 Stunden komplett aufgeladen. Genau, wir wollen nämlich in die Vergangenheit reisen und den Lauf der Geschichte verändern mit Gregor II., dass er gar nicht erst hier an die Macht kommt. Seht ihr das? Wir haben hier Molly. Und wir haben hier unseren Molotow, der schon halb verstümmelt ist. Und, genau. Molotow hatte die Idee, sich gegen Gregor II. Zu stellen, weil er halt ja ein bisschen fragwürdigere Methoden eingesetzt hat. Und die Molly, die hilft uns gerade hier dabei. Finde ich sehr cool. Ja gut, dann probiere ich jetzt mal, ob wir nicht hier diese Atombombe abschmeißen können. Aber das Ding schießt leider nicht, okay. Aber jetzt kommt er eher angekackt, aber nicht schlimm. So. Kommt mal bitte wieder ein bisschen zurück. Wir müssen hier nur... What? Was? Um Himmels Willen! Oh, scheiße, sehr gut, das... Gut, Freunde, das werde ich laden. Verdammt. Das muss ich leider laden. ja, das ist scheiße gelaufen, dass da hier echt mit so U-Booten oder was ankam. Na gut, aber dafür können wir jetzt hier mal ein bisschen die... Spielgeschwindigkeit hochschrauben. So, dann stelle ich die mir unten mal hier unten hin. Die können sich ja hier selber wehren, ne? Schaut mal, gegen den Zeus haben die auch eine Chance. Das ist sehr gut. Na ja, los, kommt hier alle drauf da, los. Ihr könnt den auch kaputt machen? Genau, sehr gut. Und ja, liebe Freunde. Was macht er jetzt hier oben? Da, dieses scheiß Triton-U-Boot war das. Glaube ich zumindest. Genau, ballert alle ab hier. Sieht natürlich auch geil aus, ne? Hier unseren Cyberkrieg hier machen. Und 3 Stunden noch. Aber ich glaube, es handelt sich eher um 3 Minuten. Zum Glück. Ah, Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Okay. Ja gut, aber die können sich da verteidigen, oder? Nee, helft mal. Helft mal. Helf mal, jetzt kommt er angeschissen hier, okay. Das geht aber, schaut euch das an, das geht echt klar. Wartet mal, der Hyperion, der kam ja von da oben, ne? Ach du Heilige! Jetzt kommt er aber hier, da sind die Hyperions von eben. Alles klar. Dann muss ich jetzt einfach... Da! Da! Dieses scheiß Triton-U-Boot! Wo ist es? Wo sind sie? Da sind sie und ich kann da nicht drauf schießen. Warum kann ich da denn nicht drauf schießen? 2 Stunden noch. Um Himmels Willen. Wartet mal. Botter, bitte. Ich kann keinen Turm aufbauen. Ja, scheiße. Gegen die Triton-U-Boote, da brauche ich da unten. Mist. Scheiße. Diese blöden Triton-U-Boote. Wartet mal. Irgendwie muss ich da noch was machen können. Ich muss hier irgendwie was machen können. Ihr Bürger, geht bitte zum Stein. Ich brauche hier noch mehr, ey. Ich muss da unten unbedingt einen Turm aufbauen. Am besten mehrere. Transporter und ein Flugzeugträger. Ah, wartet mal, vielleicht... Kann ich? Nee, kann ich nicht. Schade.
Ich muss irgendwas gegen diese Drecks-U-Boote machen können. Wartet mal. Wir können ja auch keinen Dock und nichts aufbauen, weil wir kein Holz haben. Seid ihr geil. Seid ihr geil, echt. So. Das ist ja echt gemein, der Angriff, ne? Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. So, ihr hackt schön Stein weiter. Das ist sehr gut. Was kostet denn... Och, nö, ein Holz? Na gut, okay. Da kommen die Hubschrauber. Alles klar. Ich muss das Ding hier beschützen. Ich muss das Ding hier ganz dringend hier beschützen. Mr. Watt, stellt euch mal bitte hier vorne ab. Diese Drecks-U-Boote von dem da, ne? Also das ist... Ah, da Hyperion, okay. Ich kriege nicht rechtzeitig die Steine. Das ist ein Problem. Nein! Jetzt schon! Warum denn jetzt schon? Och. Habe ich das gerade echt verkackt jetzt? Habe ich diesen Speicherstand verkackt? Wartet mal, das ist ja jetzt wieder ein geiler Start, muss ich sagen. Diese scheiß Triton-U-Boote. Wartet mal. Nee, ich muss mir gerade echt was überlegen. Ihr drei. Holt euch das eine Holz. So. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie hier auf die Reihe kriege. So, dann... Nee, das passt... Nee, das ist eigentlich auch verschwendet. Scheiß Triton-U-Boote, ey, jetzt mal ehrlich. Wo sind die denn überhaupt, Mann? Das kann's ja wohl nicht sein, ey. So. Wie ich das hasse, ne? Guckt ihr mit zwei Triton-U-Booten an. Aha, das sind die Hubschrauber. So. Guckt ihr mit zwei Triton-U-Booten an und die machen mir alles zunichte hier. So. Ich muss die irgendwie davon daran hindern. Ja. Mir meine Zeitmaschine hier laufend platt zu machen. Also irgendwie. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Da kommen sie wieder. Na, das sind... Okay, das geht noch. Okay. Diese scheiß Triton-U-Boote. Hilft das vielleicht, wenn ich eine Mauer davor baue? Nein, schon wieder. Ich habe ja auch nicht genug Steine dafür. Das sind zwei U-Boote, die ich nicht kaputt machen kann. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Ja, Freunde, das ist jetzt alles hier ein bisschen Trial and Error. Aber ich habe eine Idee. Ich habe hier ein paar Steine. Wir werden angegriffen. So. Baut bitte eine Mauer auf. Ja, so einfach ist das. Baut einfach eine Mauer auf. So. Dann sollte das zumindest... Zumindest erstmal ausreichen. Diese Mauer. die könnte mich jetzt echt retten, ey. Ohne Scheiß. So, dann macht ihr da alle platt, genau. Und ihr... Holt euch mal bitte Verstärkung. So. Oder... So, genau. Und dann hier einen weniger. Ich hoffe, dass das klappt, Freunde. Das, was ich mir da gerade überlegt habe, das war dir einfach einmauern. Weil ich habe in diesem Spiel tatsächlich viel zu wenig mit Mauern gearbeitet, merke ich gerade. Ne? Also diese Mauern, die sind ja sehr effektiv hier. Und ich habe echt wenig mit Mauern gearbeitet. So, dann baut mal bitte weiter Mauern hier. Scheiß Triton-U-Boote, ey. Die sind heftig. So, mauert euch ein. Sehr gut. So, dann sollt ihr das jetzt mal versuchen. Ich mauere einfach die komplette Zeitmaschine ein. Wenn das denn irgendwie geht. Ja, eine können wir aufbauen, okay.
Ah, jetzt sind sie hier oben, oder was? Nee, da unten. Ha! Sehr schön. Ah, wunderbar. So. Da habe ich aber auch mal wieder 8 Minuten für gebraucht, um da drauf zu kommen, ne? Drecks-Triton-U-Boote, Mann. Ganz ehrlich. So. Aber. Diese scheiß U-Boote. So. Ich glaube, wir können jetzt auch für unsere Türme sparen. Beziehungsweise für den einen Turm, den wir da brauchen. Wir brauchen ja wirklich nur diesen einen Turm, oder? Wo sind sie denn? Die Triton-Teile. Ah, die sind schon weit weg. Jetzt sind es auch noch 3 Stück. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Sehr gut. Oder? Das könnte knapp reichen, ja? Ich hoffe es zumindest, ey. So, die Bürger, die... baut einfach eine Mauer weiter auf hier. Einfach weiter zimmern, los. Los, zimmern. Weiter zimmern. Danke. So, schön eingemauert. Ah, wunderbar hier. Sehr gut. Alles klar. Puh, okay. Yes, Freunde. Da haben wir es doch. Wir stehen vor der unglaublichsten Mission der ganzen Menschheitsgeschichte. Möge die Welt uns vergeben, wenn wir Fehler machen. Ich hoffe, in der neuen Welt, die wir schaffen, gibt es mich noch. Und ich hoffe, die gefälschten Pässe helfen uns, in der Vergangenheit nicht erschossen zu werden. Cool. Ja, Gott sei Dank. Scheiß Triton-Dinger, ey, echt. Ah, Gott sei Dank, Freunde. Wir sind in die Zeit zurückgereist. Und dann würde ich sagen, gucken wir direkt, wie es weitergeht hier. Bin ich jetzt echt mal gespannt, du. Es ist nicht mehr viel, ne? Vorletzte Mission. Ein übler Fall von Déjà-vu. Okay, dann 2018. Qualvolle Schmerzen. Molotow und die Amerikanerin Molly Ryan sind durch die Zeit gereist, um zu verändern, was nicht verändert werden kann. Oder kann es doch? Molotow hat das Ziel sorgfältig ausgewählt. Er möchte den ersten Grigor vor seiner Flucht aus Voronezh stellen, als er noch keine Macht hatte. Aber er könnte auch ein altes Dilemma erleben. Ist es recht, einen Mann für noch nicht begangene Verbrechen zu ermorden? Diese Frage quält Molotow. Die Erinnerung an den Herrscher, den er gegen Ende seines Lebens kennenlernte, lässt sich kaum mit dem Erbe seines metallenen Nachfolgers vereinbaren. Geschichtsschreibung und Erinnerung sind manchmal so verklärt, dass sie nicht mehr mit den tatsächlichen historischen Ereignissen übereinstimmen. Molotow fragt sich, ob er und Molly nach ihrer Ankunft Grigor dem Helden oder Grigor dem Schurken begegnen werden. Gute Frage, ne? Ist eine sehr gute Frage. Ja, im Jahr 2018 war ja noch alles gut mit Grigor, ne? Da war er ja noch nicht so hirnverbrannt. Ja, krass, Freunde, schaut euch das an. Wir sind hier wieder auf der Karte der ersten Vision. Südrussland, Moskau, Voronezh. Hier hatten wir auch die Ukraine wieder. Es ist so cool, wirklich. So, dann Geschichte, nee. Ich will jetzt gar nicht das Video hören, aber gut. So, ich lese die Missionsziele gleich vor. So, machen wir das. Gucken wir erstmal in die Cutscene rein. Wir kommen aus der Zukunft. Das sichere Haus ist leer. Anscheinend war die Zeitmaschine nicht so exakt, wie wir hofften. Dies wäre die beste Gelegenheit gewesen, Grigor zu sprechen. Moment mal. Ich dachte, wir wollten ihn töten. Zuerst müssen wir herausfinden, was wirklich hier geschehen ist, Molly. Ich halte ein starkes Russland immer noch für ein edles Ziel. Ich hoffe, wir können Grigor erklären, was die Zukunft bringt, diese Tragödie vermeiden und meinem Volk trotzdem helfen. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. Na gut. Sie haben ein
Versuch für ihre Bemühungen. Wenn sie recht hatten, dürften wir ihn jetzt am besten am Haupttor erwischen. So falsch kann die Zeit nicht sein. Wenn Gregor erfährt, wie seine grandiose Vision korrumpiert wurde, wird er bestimmt dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Seid ihr euch da wirklich so sicher, Freunde? Ich nämlich nicht. Ich irgendwie nicht. Ah, gut. Entschuldigung, Soldat. Ich bin Molly Ryan, amerikanische Expertin für die Abteilung Innere Sicherheit in Moskau. Mein Assistent und ich unterstützen die Suche nach Gregor Stojanovic. Sind vor kurzem Fahrzeuge hier durchgekommen? Ich wusste nicht, dass die Innere Sicherheit fremde Hilfe geholt hat. Aber ihre Papiere scheinen in Ordnung. Wir haben keine Spur vom Krokodil gesehen. Das einzige Fahrzeug, das vorbeikam, war vor rund 10 Minuten ein Kartoffellaster. Unfähige Stümper! Auf diesem Laster hatte sich Gregor versteckt. Wir sind wieder zu spät gekommen. Entschuldigung, Ma'am. Wir dachten... Was fällt euch ein? Entschuldigung. Tja, Molotow, was sollen wir... Achtung! Feuer! Ein Atombomber aus der Zukunft, ah ja. Was war das für ein Flugzeug? Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese hochentwickelten Bomber können nur eins bedeuten. Konkurrenz. Die Zeitmaschine muss erobert worden sein. Wache, als Repräsentantin der inneren Sicherheit muss ich in dieser Situation vorübergehend den Befehl über die Truppen in Voronezh übernehmen. Informieren Sie Ihre Genossen. Natürlich gehorchen wir, aber wir sind nur Polizisten, keine Armeeangehörigen. Gregor wird versuchen, das Kapitol hier in Voronezh zu zerstören. Das müssen wir verhindern, sonst ergeben sich die Leute hier der Uschi-Partei und die Geschichte wiederholt sich. Na gut, Molotow. Kann den Zivilisten zeigen, wie sie eine Spionageanlage errichten, die uns gegnerische Positionen zeigt. Mit ihrer Hilfe können wir Gregor aufspüren und Spione anwerben und ausbilden. Soweit ich weiß, war die Ukraine neutral, bis es zur Kooperation mit Neurussland kam. Wir sollten zuerst mit den Ukrainern sprechen. Seid ihr lustig? Die Ukraine war neutral, bis sie uns angeschlossen haben. So ein Quatsch! So ein Quatsch, Freunde. Ja, interessant, ne? Wir haben ein Atombomber aus der Zukunft gesehen. Ja, da ist anscheinend jemand mit zurückgereist. So, Freunde, ich wollte ja noch die Visionsziele vorlesen. Nachdem Molotow und Molly versucht haben, Gregor im sicheren Hafen festzumachen, schützen sie das Kapitol in Voronezh, werden sie Volgograd angreifen, um Gregors Anhänger dort zu besiegen. Schicken Sie Molotow oder Molly zum Kapitol in Donetsk, um mit der Ukraine ein Bündnis einzugehen. Bauen Sie ein Spionagezentrum, um Spione zu produzieren. Entweder Molotow oder Molly müssen überleben, um die Pläne zu verwirklichen. Alles klar, also wir sollen einfach hier was ausheben. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, macht ihr euch mal bitte an die Arbeit. Nur die paar Bürger haben wir, okay. Och, ist das nicht cool, Freunde. Wir sind tatsächlich in der Zeit zurückgereist. Ist das nicht geil? Und kämpfen jetzt gegen Gregor. Und wir haben hier unsere Verbündeten. Cool, Freunde, cool. Das ist echt cool. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal zwei Bürger. Und hier machen wir mal hydraulischen Bergbau und einfache Hochöfen. So, um mal ein bisschen die Produktion voranzubringen. Und die Polizisten hier, russischer Offi. Was wird denn gebraucht? Ja. So, genau, da wir jetzt wieder zurückgeworfen wurden, würde ich sagen, mache ich mal die, ja, was soll ich jetzt... aufbessern. Feldgeschütze und PA ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Panzerung, Reich... Ah, schade. Ja, gut. Das Infanterie-Distanzangriffe. Ja, gut, egal. Okay, kommt. Machen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, willkommen zurück im Jahre 2018. Das ist ja echt cool.
So, General Volotov und Molly sammeln wir hier. Dann könnt ihr ja mal hier mit den Panzern nach da vorne gehen. Und die Bürger, genau, die sollen ein Spionagehauptquartier. Holz 550. Eisen, Steine. Ah, wir brauchen Steine. Stimmt, wir brauchen noch Steine. So, aber ich würde sagen, ich werde hier wieder auf meine Panzer setzen. Da wir ja keine Cyborgs bauen können hier, ne? Das ist ja in dieser Zeit so. Wir sind jetzt wieder voll hinterwäldig. Ich würde einfach Panzer bauen. Und die mal... Ah. Ja doch, komm. Die können wir aufrüsten. Was wird denn gebraucht? Der ist ja cool drauf, ey. Artillerien können wir auch bauen. Oh, wartet mal. Ja. Eisen und Holz. Ja doch, das geht. Kommt. Eisen und Holz. Oh, was ist jetzt? Jetzt ist hier auf einmal irgendeine Cutscene. Ein Funkspruch auf einer Frequenz, die wir in Neu-Russland benutzt haben. Hallo, Molotow. Ich hatte Sie vor Verrat gewarnt. Sie sind also hier, wie ich vermutete. Aber aufhalten werden Sie uns nicht. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel für mich. Törichter Mensch, siehst du nicht die Ordnung, die ich der Erde bringe? Unter einem Banner vereint und von Abweichlern befreit, kommt der Weltfriede. Sie müssen aufgehalten werden. Ihre Leute auf Kuba konnten nicht verhindern, dass wir die Zeitmaschine bekamen. Wir verhinderten die Zerstörung und folgten ihnen hierher. Aber unser Plan sah minimale Störungen vor. Sie verändern die Zukunft unvorhersehbar, indem sie so fortschrittliche Technologie herbringen. Ihren Plan würde ich keine minimale Störung nennen. Aber ich muss Ihnen danken. Sie haben den Zeitplan für Neu-Russland stark beschleunigt, weil Sie mir die Möglichkeit gaben, in diese Zeit zu reisen. Statt erst nach Jahrzehnten von Kriegen wird uns die Erde viel früher gehören. Vielleicht haben Sie doch Leben gerettet. Aber nicht die Millionen unschuldiger Leben, die Sie opfern werden. Sie haben noch nicht gesiegt. Die Tatsache, dass ich aus der Zukunft herreisen konnte, belegt doch, dass Ihr Plan fehlgeschlagen ist. Aber genug geplaudert. Ich hätte Sie mühelos in dem sicheren Haus in Voronezh schnappen können, reiste aber stattdessen in eine frühere Zeit und bereitete Wolgograd auf Grigors Ankunft vor. Mit der hochgerüsteten Truppe können wir alle Feinde zugleich angreifen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dieser Roboter, ey. Ich habe selten so eine Maschine so sehr gehasst. Scheiße. Okay. Was jetzt? Was jetzt, Freunde? Töten Sie Gregor den Zweiten. Was ein hochrangiges Ziel. Ja gut. Dann würde ich sagen, müssen wir uns fett aufrüsten hier, denke ich. Müssen wir uns für einen fetten Krieg gegen Zukunftseinheiten aufrüsten. Mensch, nochmal. So, Spionage. Dings. Okay. Bau das mal bitte hier hin. Spionagehauptquartier. So. Alles klar. Also das heißt, wir müssen jetzt ordentlich was machen. Wir müssen jetzt ordentlich uns aufrüsten. Definitiv. So. Am besten auch mit Jägern und allem, ne? Jägerbomber brauche ich hier. Was haben wir? Wir haben Atombomber. Jägerbomber. Jägerbomber. F-117. Gold und Eisen. Da kommt er schon. Haha, da kommt er schon mit seinen... Ahaha, die haben zum Glück keine Chance hier. Das ist natürlich gut, ey. Da kommt er schon mit seinen Wächtern. Schaut euch das an mit den Laserkanonen. Oh Mann. Ja. Ein Flammenwerfer. Und der kommt mit seinen Laserpanzern an. Das ist doch unfair. Die Uschi-Partei. So, bam, weg damit. Sehr gut. Marinesoldaten. Die bringen es eigentlich auch, muss ich sagen. So, da kommt jetzt hier der Krieg aus der Zukunft, ey. Oh mein Gott, Freunde. Los, mach den Panzer kaputt. Mach den kaputt, Mensch. Sag, ihr könnt doch nicht so dumm sein. Ach, alles muss man selber machen, wisst ihr? Alles muss man selber machen hier. Das kann ja wohl nicht sein.
So, aber wir haben zum Glück noch Lasertürme zur Verteidigung. So. Bäm hier. So, los. Alles im Arsch machen. Wir haben hier unsere Artillerie, Freunde. Haha, Bäms. Ach du Heilige. Einen Krieg mit minderwertigeren Waffen als aus der Zukunft. Ja, gegen die Zukunftswaffen. Ja, das ist schon interessant. Aber wir überleben das. Hey, cool. Während die hier weiter ihr Spionagehauptquartier bauen. Wieso kriege ich keine... Oh shit, Freunde. Oh shit, oh shit. Ich habe keine Bürger bei der Nahrung. Oh Mann. Ja, das fällt mir auch jetzt erst auf. Ne? Aber gut, Freunde, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sind wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.